Für heute habe ich für euch vorbereitet ein Blattmuster. Sehr schöne Muster für alle eure Frühlings- oder Sommerprojekte. Ein Muster, den du für Tunika, Top, ja, alles, was du für den Frühling und Sommer stricken möchtest, kannst du das Muster verwenden. Wir haben hier, können wir das Muster in Reihen oder auch in Runden stricken. Das ist die linke Seite. Natürlich habe ich wieder die Skizze für euch schon vorbereitet. Und wir haben Maschenzahl teilbar durch 14 plus eine Masche für die Symmetrie plus zwei Randmaschen, die hier nicht gezeichnet sind. Nach oben haben wir 12 Reihen oder 12 Runden. Die 13. Reihe, Runde, fangen wir wieder an ab der 1. Wenn du jetzt in Runden strickst, hast du nur das, was hier in dem roten Kästchen ist. Das heißt, wir haben Maschenzahl teilbar durch 14, ohne die zusätzliche Masche und auch ohne Randmaschen. Wir haben im Blau hier rechte Maschen, im Schwarz wieder linke Maschen, grün sind Umschläge. Dann haben wir zwei Maschen zusammen verschränkt, die biegt sich nach links, die Masche, und drei Maschen zusammen mit der Mittler oben. Die geraden Reihen oder auch die geraden Runden, die strickst du so, wie die Maschen erscheinen. Wenn du hier in Reihen mit zwei Stricknadeln rechte Masche strickst, erscheint die in geraden, in der zweiten oder vierten Reihe, erscheint sie als linke. Die Umschläge strickst du nach rechts, die zwei Maschen zusammen verschränkst, strickst du nach rechts, die linken Maschen strickst du nach rechts, Entschuldigung, hier habe ich wieder Fehler, Umschläge nach links, die zwei zusammen verschränkt nach links, die erscheint als linke Masche und die, die du hier links gestrickt hast, in gerader Reihe erscheint sie als rechte Masche. Auch die drei zusammen strickst du nach links. Wenn du in Runden strickst, erscheint die rechte Masche als rechte, die Umschläge strickst du nach rechts, die strickst du nach rechts, rechts, links, rechts. Sehr einfaches Muster. Ich stricke heute mit euch ein Rapport in der Breite plus eine Masche für die Symmetrie plus zwei Randmaschen und ein Rapport nach oben. Die erste Reihe. Die Randmasche, die erste Randmasche, die hebe ich, die wird aufgehoben und die letzte Randmasche, die stricke ich nach links. Nach der Randmasche haben wir eine Masche rechts, dann kommt ein Umschlag und zwei Maschen zusammen verschränkt, das heißt von hinten und Faden holen. Eine Masche rechts, eine links, eine rechts. Zwei Maschen zusammen verschränkt, wieder von hinten unter den zwei Maschen und Faden holen. Ein Umschlag, die nächsten drei Maschen, die auf der linken Stricknadel sind, stricken wir zusammen, aber wir möchten, dass die mittlere oben drauf liegt. Wie mache ich das? Ich schiebe die rechte Stricknadel unter den zwei ersten Maschen, aber hier von der linken Seite, die hole ich mir über, ohne zu stricken, von der linken auf der rechten Stricknadel. Jetzt drehe ich meine rechte Stricknadel wieder mit der Nase zu der linken und liege die zwei Maschen auf der linken Stricknadel. Und jetzt stricke ich die drei Maschen zusammen verschränkt. Jetzt die Masche, warte mal, die Masche, die in der Mitte war, liegt oben drauf und dadurch entsteht da ganz schöne gerade Linie. Ein Umschlag, drei rechte Maschen, 1, 2, 3, ein Umschlag und jetzt wiederholst du deine Rapports. Nach dem letzten Rapport strickst du für die Symmetrie eine Masche nach rechts und eine Randmasche. Dann wendest du die Arbeit und die zweite Reihe, die strickst du so, wie die Maschen erscheinen. Wir haben jetzt die dritte Reihe.
die Randmasche, danach kommt eine Masche rechts, ein Umschlag, zwei Maschen zusammen verschränkt. Eine rechts, eine links und wieder eine rechts. Drei Maschen zusammen mit dem Mittler oben drauf. Und jetzt stricke ich die drei Maschen zusammen verschränkt. Ein Umschlag, fünf rechte Maschen. Ein Umschlag und du wiederholst deine Rapports. Nach dem letzten Rapport strickst du die eine Masche nach rechts für die Symmetrie und eine Randmasche, ich stricke die nach links. Dann wendest du die Arbeit und die vierte Reihe oder vierte Runde strickst du so, wie die Maschen erscheinen. Fünfte Reihe, Randmasche, eine rechts, ein Umschlag, eine rechts, ein Umschlag, zwei zusammen verschränkt. Eine links, zwei zusammen verschränkt, ein Umschlag, wieder zwei zusammen verschränkt, eine rechts, eine links, eine rechts, zwei zusammen verschränkt und ein Umschlag. Nach dem letzten Rapport strickst du eine Masche nach rechts für die Symmetrie und die Randmasche. Das war jetzt die fünfte Reihe. Die sechste stricken wir so, wie die Maschen erscheinen. Siebte Reihe, Randmasche, eine Masche rechts, ein Umschlag, drei rechte Maschen. Ein Umschlag, drei Maschen zusammen verschränkt mit der mittleren oben drauf. Ein Umschlag, zwei Maschen zusammen verschränkt. Eine Masche rechts, eine links, eine rechts, zwei zusammen verschränkt. Du wiederholst deine Rapports. Nach dem letzten Rapport strickst du. Also nach den zwei zusammen verschränkt machst du natürlich einen Umschlag. Und nach dem letzten Rapport strickst du für die Symmetrie eine Masche nach rechts und die Randmasche. Dann wenden wir die Arbeit und die achte Reihe stricken wir so, wie die Maschen erscheinen. Wir haben jetzt die neunte Reihe. Randmasche, eine Masche rechts, ein Umschlag. Danach kommen fünf rechte Maschen. Ein Umschlag, drei Maschen zusammen mit der mittleren oben drauf. Jetzt stricken wir die drei zusammen verschränkt. Eine rechte Masche. Eine Masche links, eine rechts, zwei zusammen verschränkt, ein Umschlag. Du wiederholst deine Rapports. Nach dem letzten Rapport für die Symmetrie strickst du eine Masche nach rechts und die Randmasche. Dann wendest du die Arbeit und dann hast du die nächste gerade Reihe. Da strickst du die Maschen so, wie die erscheinen. Die elfte Reihe, Randmasche, eine Masche rechts und ein Umschlag. Zwei Maschen zusammen verschränkt. Eine rechts und eine links. Zwei zusammen verschränkt. Eine rechts, ein Umschlag. Zwei zusammen verschränkt. Eine Masche links, zwei zusammen verschränkt, ein Umschlag, eine rechte Masche, ein Umschlag.
Nach deinem letzten Rapport strickst du eine Masche nach rechts für die Symmetrie und die Randmasche. Dann wendest du die Arbeit und die letzte 12. Reihe strickst du so, wie die Maschen erscheinen. Und jetzt, wenn du die 12. Reihe zu Ende strickst, alle deine Rapports hast du schon fertig, dann strickst du wieder ab der ersten Reihe oder ab der ersten Runde. Ich finde diese Muster auch ganz toll für Socken, für den Frühling. Aber wie gesagt, du kannst das Muster für alle deine Projekte verwenden. Ich danke euch für euren Besuch. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Mira.